In einem Sexvideo taucht der Ring einer vermissten Frau auf. Die Prostituierte behauptet, den Ring von einem Kunden bekommen zu haben. Lenzen und Partner wollen den Freier mittels einer Videoanalyse ausfindig machen. Hier, stopp. Das ist er. Das ist Andreas. Den Nachnamen weiß ich nicht, wie gesagt. Hast du recht, weil du heute so gut warst. Okay. Würde ich gleich mal sein Bild an die Polizei schicken. Vielleicht wissen die was über ihn. Vielleicht ist er aktenkundig. Jetzt habe ich Ihnen geholfen. Jetzt wäre es aber auch wirklich gut, wenn Sie mal mir helfen würden. Sie sprechen den anstehenden Sorgerechtsstreit mit Ihrem Ex-Mann an, ja? Ja, genau. Können Sie da nicht irgendwas für mich machen? Doch, natürlich schon, aber Sie arbeiten als Prostituierte in der gleichen Wohnung, in der Sie mit Ihrer kleinen Tochter leben. Das müssen Sie natürlich aufhören, das geht nicht. Ich weiß doch, ich mache das auch wirklich erst seit kurzem, erst seit 4 Monaten. Und das Geld hat hinten und vorne nicht gereicht. Ich habe wirklich versucht, andere Arbeit zu bekommen, aber ich könnte Ihnen vielleicht einen anderen Job besorgen. Aber dafür müssen Sie natürlich mit Ihrem bisherigen Leben aufhören. Das mache ich, auf jeden Fall. Danke schon mal. Na klar. Darf ich Sie noch um was bitten? Natürlich. Sebastian, wir können nicht davon ausgehen, dass der Mann, der hier auf dem Video zu sehen ist, dass der Polizei nicht bekannt ist, ne? Nee. Sie sind unsere einzige Spur zu ihm. Naja, dann, wenn er sich wieder bei mir meldet, kann ich Ihnen ja sofort Bescheid geben. Das wäre toll. Und wenn er sich dann mit Ihnen trifft, dann könnten wir ihn uns schnappen. Okay. Prima. Aber jetzt muss ich wirklich los. Danke nochmal und wir auf Wiedersehen. Ihnen. Ciao. Wiedersehen. Tschüss. Ich fahre jetzt zu der Mandantin und frage sie, ob sie den Kerl kennt. Kannst du mir davon ein Foto ausdrucken? Klar. Ich hole mir das gleich ab, ja? Aha. Doch, den Mann kenne ich. Woher? Er war mal abends da, um meine Schwester zu besuchen. Sie hat ihn mir als Kumpel vorgestellt, aber irgendwie kam mir doch etwas komisch vor. Aber wenn der Typ den Ring meiner Schwester hat, dann hat er doch auch was mit ihrem Verschwinden zu tun, oder? Möglich ist das. Hoffentlich hat er ihr nichts angetan. Wir sind an dem Mann dran. Wir haben ihn auch schon überprüft. Ja, die Polizei hat uns gesagt, dass er ein Dealer ist. Er ist auch schon mehrfach vorbestraft. Aber was für uns da viel interessanter ist, dieser Mann hat einen stetigen Kontakt zu einer Prostituierten. Hoffentlich hat er ihr nichts angetan. Ich meine, vielleicht hat er ihr den Ring ja abgenommen, weil sie kein Geld mehr für Drogen hat oder so. Da ist noch was. Wir haben mittlerweile herausfinden können, wo sich das Handy ihrer Schwester befunden hat, als es zum letzten Mal eingeschaltet war. Diese Funkzelle, in der das Handy war, ist ganz in der Nähe von dem Haus dieses Dealers. Glauben Sie, er hält sie dort gefangen? Ich weiß es nicht. Warten Sie ganz kurz. Ja, Katja? Du, Silvana hat uns gerade angerufen. Der Freier ist in einer halben Stunde bei ihr. Wir machen uns auf den Weg. Okay. Gut, dann weiß ich Bescheid. Danke. Dieser Dealer hat sich aufgemacht. Er will wohl diese Prostituierte treffen. Ich glaube, das ist jetzt der richtige Zeitpunkt für uns, die Wohnung zu überprüfen. Mal zu schauen, ob ihre Schwester vielleicht da ist. Ja, bitte. Ich komme mit. Okay, Sie bleiben jetzt ganz ruhig. Machen einfach die Tür auf und begrüßen den Kerl. Ich werde in der Küche sein. Und ich gehe ins Wohnzimmer und warte dort auf Sie, bis Sie mit ihm nachkommen. Alles klar? Na, aber hallo, wen haben wir denn da? Heute ein Flottendreier oder was? Habe ich doch gar nicht gebucht. Muss ich Sie leider enttäuschen. Sex wollte ich keinen mit Ihnen. Ach Mädchen, du weißt doch gar nicht, was dir entgeht. Ach, tatsächlich? Also ich wollte Ihnen eigentlich nur ein paar Fragen stellen. Diesen Ring hier, den haben Sie doch Silvana geschenkt, oder? Ja, und? An dem Tag war ich in Spendierlaune. Wo ist das Problem? Ja, ich frag mich nur, weil der Ring eigentlich Saskia Weiß gehört. Und die ist seit einer Woche spurlos verschwunden. Jetzt frage ich mich, wie Sie an diesen Ring drankommen. Keine Ahnung, Mann. Hat mir halt irgendjemand geschenkt. Aber was soll denn das überhaupt? Wo sind wir hier? Quischer oder was? Was soll denn die blöde Fragerei? Bist du von den Bullen oder was? Nein, bin ich nicht. Ich bin Privatermittlerin. Und Saskias ältere Schwester hat uns beauftragt. Hm? Saskia? Ich kenne keine Saskia, okay? Und jetzt Schluss mit der Scheißlaberei. Aber wenn du schon mal hier bist, du könntest doch eine Runde mit uns drehen, oder? Komm, stell dich nicht so. Sassi!
Sie muss hier sein. Verdammt noch mal. Hallo. Was? Na, wer sagt's denn? Was haben Sie denn da? Sie wollen jetzt nicht da rein. Ich glaube, wir sollten warten, bis die Polizei da ist. Herr Lenzen, ich bitte Sie. Ich weiß, dass meine Schwester hier ist. Ich weiß es. Wenn sie sich meldet, wer weiß, was mit dir los ist. Machen Sie. Langsam. Lassen Sie mich mal vorgehen. Kommen Sie her. Machen Sie die Tür hinter sich zu. Schauen Sie erst im Keller, ja? Versuchen Sie, sie wach zu halten. So. Tun Sie doch was. Ja, ich mache ja schon. Saskia. Rechtsanwalt Lenzen, ich brauche unbedingt einen Krankenwagen. Saskia. Ich vermute eine Überdosis Heroin. Straße 27. Ja, danke. Halten Sie sie wach. Ich bin da, alles wird gut. Alles wird gut. Pass auf, die Vermisste haben wir gefunden. Und zwar im Keller des Dealers. Überdosis Heroin. Alles klar. Ich hoffe, sie kommt durch. Wir warten hier auf den Krankenwagen. Okay? Gut. Bis gleich. Was soll die Scheiße überhaupt hier an? Check das sowieso nicht ab. So, jetzt reden wir mal Klartext. Mein Gott, wer ist er denn jetzt? Was willst du? Hören Sie zu, mein Chef hat gerade Frau Weiß in ihrem Keller gefunden. Total zugedröhnt mit Drogen. Was sagen Sie denn dazu? Hey Mann, die Kleine ist selber schuld. Kommt vor einer Woche zu mir her. Dröhnt sich die Birne mit Koks und Ecstasy zu und dann wollt ihr auf einmal Heroin ausprobieren. War doch klar, dass die irgendwann mal wegklappt, oder? Warum haben Sie da nicht einfach einen Arzt gerufen, hä? Ein Arzt? Ich hab Besseres zu tun. Ist das so? Ja, ein Junkie mehr oder weniger. Bin interessiert da schon. Und jetzt habe ich keinen Bock mehr auf diese Scheiße. Die Polizei interessiert. Die Polizei wird's interessieren. Ich möchte jetzt hier raus. Das ist gut, okay? Ja, ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Andreas Moltke wurde wegen unerlaubten Drogenhandels und unterlassener Hilfeleistung zu 1 Jahr und 9 Monaten Haft verurteilt. Die Schwester der Mandantin hat überlebt und macht eine Entziehungskur.